Ja, dann wollen wir beginnen. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag gegen den Bergischen HC. Ich begrüße unseren Geschäftsführer René Selke, unseren Cheftrainer Robert Andersson und Jonas Tümmler, der gestern seinen Vertrag um ein Jahr bei uns verlängert hat. Wie immer möchte ich Robert das erste Wort geben. Wie hast du die Mannschaft auf Freitag vorbereitet und sind alle fit? Ja, ich hoffe gut. Wir freuen uns auf das Spiel. Das wird ein spannendes, interessantes, herrliches Spiel am Freitag. Wir wissen, dass dieses Spiel auf uns kommt. Und ich finde, wir sind gut vorbereitet. Alle Jungs sind gut drauf. Wie gesagt, alle sind auch fit, soweit es geht. Ein paar Kleinigkeiten, aber das hat jeder. Wir haben gut trainiert, wir haben gute Spiele gehabt und jetzt kommt so ein Spiel, wo es um sehr viel geht, aber das wissen wir. Wir spielen zu Hause, da sind wir stark, wir haben Selbstvertrauen. So, wir sind gut vorbereitet, finde ich. Natürlich kommt es auch immer zurück auf Kleinigkeiten in so ein Spiel. Man muss gute Abwehr, gute Torwart haben, wenig technische Fehler. Das haben wir die letzten Spiele gesehen, aber das können wir auch, werden wir auch versuchen, ein bisschen besser zu machen. Und da kommt natürlich ein Gegner, der diese Spiele auch kennt seit Jahren, sind daran gewöhnt, solche Spiele zu spielen. So, das wird ein spannendes, interessantes und ein super Spiel am Freitag. Und ich finde, wir sind sehr gut vorbereitet auf Danke, das Spiel. Robert. René, ich denke, wir müssen nicht drum rumreden. Wir wissen alle um die Wichtigkeit dieses Spiels da am Freitag. Wie wichtig wird es denn sein, dass die Jungs von den Rängen den nötigen Push erhalten, den wir kennen? Aber wie wichtig ist es da in dem Spiel extrem? Ja gut, ich denke, wir haben in den letzten Wochen uns viel Selbstvertrauen, trotz nicht unbedingt erfolgreichen Spielen, aber wie wir die Spiele angegangen sind und unsere Leistungen haben uns doch jetzt viel Mut jetzt für die kommenden Aufgaben gegeben. Weil jetzt kommt es natürlich darauf an. Robert hat es gesagt, das ist ein Spiel, da geht es jetzt um sehr, sehr viel. Das ist ein direkter Konkurrent in den Klassenerhalt. Das muss jedem bewusst sein und dementsprechend wird das jetzt auch nicht unbedingt vielleicht ein schönes Spiel. Es wird ein sehr kampfbetontes Spiel, weil wir wollen das jetzt unbedingt gewinnen. Wir wollen zurück in die Erfolgsspur und wenn wir da unsere Leistung, die wir in den letzten Wochen ja sehr oft angedeutet haben, da voll abrufen können mit den eben genannten Komponenten, dann bin ich sehr sicher, dass wir da auch Erfolg haben werden. Aber klar, das geht nur im Zusammenhang mit unseren Fans. Die müssen, wie bisher schon immer in der Saison, aber da denke ich mal besonders, wirklich Vollgas geben. Genauso geben wir Vollgas auf der Platte und dann denke ich mal, dass wir zusammen ein schönes Handballfest haben. Danke, René. Timmy, du hast ja gestern, wie wir uns alle freuen, deinen Vertrag hier in Franken um ein Jahr verlängert. Sag uns doch noch mal kurz, was waren denn die ausschlaggebenden Punkte dafür, dass du dich ein Jahr länger für den HC Erlangen entschieden hast? Erstmal freue ich mich, dass ich hier bleiben darf und meine Entwicklung hier fortführen kann. Grundsätzlich fühle ich mich hier sehr wohl in Erlangen. Die Mannschaft ist super, der Trainer ist gut und das Rundherum passt auch alles. Und ja, das waren eigentlich so die ausschlaggebenden Punkte. Danke dir. Zeit für Ihre Fragen. Kurzes Handzeichen und dann bekommen Sie das Mikrofon. Wer möchte beginnen? Christoph Benisch, Nürnberger Nachrichten. Ja, Robert, die Situation ist ein bisschen eine andere als zuletzt. Man kann nicht frei aufspielen, sondern man hat ein bisschen Druck. Wie beurteilst du das? Macht ihr was anders in der Vorbereitung? Sprichst du das gezielt an oder muss man es gezielt nicht ansprechen? Nein, also jeder Spieler weiß die Wichtigkeit von diesem Spiel, darum brauchen wir nicht zu reden. Deswegen brauchen wir auch nicht so viele andere Sachen machen und wir werden uns gut vorbereiten, alles versuchen zu wissen, was die machen, was wir selber gut machen oder gut machen können und dann versuchen das alles abzuliefern am Freitag. Du sagst, wir versuchen alles zu wissen. Entscheidend wird wahrscheinlich sein, die Situation, ob Szilagyi spielt oder nicht zu Hause. Oder bei euch. Er hat zuletzt immer, glaube ich, bei den Heimspielen nur mitgespielt. Gibt es da irgendwie so einen Spion oder sowas, der das rausfinden kann für euch? Oder ist das eine ganz offene Situation, ob der spielt oder nicht? Nein, klar, hat man das ein bisschen im Hinterkopf, muss man haben. Ich glaube nicht, dass das spielt. Hat er die letzten Spiele auch nicht gemacht. Auch in Balingen ist er ein wichtiges Spiel für BHC. Zwei Spiele sogar hat er nicht gespielt. Wenn das spielt,
kennt unsere ältere Spielerin schon gut und wir auch und wissen, was er macht. So, ich glaube, das ist eine riesengroße Überraschung. Wenn das sein sollte, wird es nicht sein. Philipp Rosa. Robert, gescheitert seid ihr in den letzten Spielen an euch selber, an den technischen Fehlern, Fehlpässen, vor allem in der Offensive. Wir haben in Hannover darüber gesprochen, es ist schwierig, das zu trainieren. Wie versuchst du deinen Spielern das auszutreiben, dass sie da konzentrierter mit ihren Bällen und Chancen, die ihr ja rausspielt, umgehen? Ja, also wir sollen ja nicht anders spielen. Also unser Spielweise und Spielsystem, aber vielleicht muss man ein bisschen mehr gucken, was ist vielleicht Angriff vorher passiert oder in Abwehr, dass man vielleicht einen Angriff ruhiger angeht, ohne Gegenstöße, dass man vielleicht länger spielen, dass man nicht diese, ich finde, Fehler macht jeder, das passiert, aber manchmal machen wir diese zwei, drei Fehler sehr schnell hintereinander, dass wir da schneller reagieren und vielleicht einen langen Angriff spielen oder keinen Gegenstoß laufen und so weiter, um diese Abbruch ein bisschen zu verzögern. Und da haben wir ein bisschen trainiert und auch darüber geredet, dass wir das auch ein bisschen clever machen müssen. Hannes Ries, Handballwoche. Wenn ich richtig nachgeschaut habe, es war letzte Woche ein Heimspiel, hat Szilágyi nicht mitgespielt. Was, Andersson, was hat Ihnen die Videoanalyse gegeben? Es war ja rein statistisch, es war, der Spielverlauf war zwar etwas klarer, aber statistisch dann 24-26. Haben Sie da wichtige Erkenntnisse draus ziehen können? Also gegen Rhein-Neckar, meinst du? Oder? Rhein-Neckar, ja, letztes Spiel. Ja, nein, die haben das super gemacht. Das sind ja eine Mannschaft, die kämpfen über 60 Minuten, die machen ihr Ding 60 Minuten und die haben richtig Rhein-Neckar Löwen geärgert. Die haben sehr viele Probleme gehabt und auch ein bisschen mit Glück zum Schluss gewonnen. Das wissen wir auch, das ist keine schlechte Mannschaft, die wir gegen spielen. Und wir wissen das und darauf müssen wir vorbereitet sein. René, hat die Hölle einen Vorhang am Freitag? Ja, also wir werden wahrscheinlich ein ähnliches Konzept haben wie gegen Gummersbach, dass wir auf der einen Seite den Vorhang ein bisschen nach oben ziehen, um hinter der einen Seite des Tores noch weitere Stehplätze anbieten zu können, weil wir doch ein Stück über unsere kleine Variante hinausgehen werden, zuschauerzahltechnisch, was mich natürlich sehr freut. Weil gerade bei so einem wichtigen Spiel brauchen wir wirklich jeden Mann in der Halle, der für uns klatscht, der für uns schreit. Und ja, also das wird am Ende das Setup sein, was wir da spielen werden. An den Jonas, von der Mannschaft her, ihr habt jetzt auch zuletzt Spiele gehabt, wo man sehr frei aufspielen konnte. Jetzt kommt ein Spiel, wo jeder verlangt eigentlich oder jeder davon spricht, dass ihr gewinnen müsst. Das ist ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Spürst du irgendwie, dass was anders ist als sonst? Ist mehr Druck in der Mannschaft? Druck würde ich nicht sagen. Wir wissen natürlich, wie wichtig das Spiel für uns ist am Freitag, aber ich denke, dass Robert uns da die Woche auch sehr gut vorbereitet und jetzt haben wir nochmal zwei Trainingseinheiten mit Videoanalyse und ich denke, dann freuen wir uns sehr auf dieses Spiel. Auch diese Spiele müssen, ja, ich finde, das ist gut, diese mit Druck und so weiter, aber als Spieler und Trainer, man muss ja diese Spiele lieben. Darum trainieren wir ja jeden Tag und zweimal am Tag und jetzt sind wir da und wir wollen alles zeigen und hat man nicht diesen Druck von jedem Spiel, das auch befreit aufspielen ist, hört sich auch, aber das haben wir ja nie. Also wir haben für jedes Training Druck, weil wir wollen uns weiterentwickeln, jedes Spiel und so weiter und auch so ein Spiel wie heute und das ist unser Final Four Spiel und wir freuen uns riesig drauf und ich glaube, das sind mindestens 7 bis 14 Spieler, die das Spiel entscheiden wollen, für uns zwei Punkte holen, alles geben für unsere Mannschaft, Publikum und diese Spiele muss man lieben. Kurz zur Vertragsverlängerung vielleicht, was aufgefallen ist jetzt, Nikolai Link hat 3 Jahre gleich verlängert, bei dir ist es jetzt nur 1 Jahr geworden. Warum nur 1 Jahr? Willst du die Entwicklung erstmal angucken von der Mannschaft? Ich sag mal, ich bin ja noch jung. Er ist 23 Jahre und habe bisher auch immer nur Einjahresverträge gemacht und bin damit immer ganz gut durchgekommen und wollte ich auch nichts an meiner Strategie ändern.
wird die weitere Entwicklung natürlich schauen vom Verein, von mir selber und ja. Robert Thaler, Sonntagsblitz. Robert Andersen, die Latschi, ob er spielt oder nicht spielt, ist das für dich ein ganz ausschlaggebender Punkt? Nein, die haben auch andere gute Spieler. Wenn er spielt, dann glaube ich, dann kommt er eher in diese 7 gegen 6 Spiel, macht das sehr gut. Darauf sind wir auch vorbereitet. Die haben auch andere Spieler, die so ein Spiel entscheiden können. Und ich glaube, die gehen selber, glaube ich, eher ein bisschen mit Risiko ein, mit Celagi. Das kann ein super Spiel für ihn werden, aber das kann auch in andere Richtung gehen, was nicht mit ihren normalen Spielern passieren werden. Also ich weiß nicht, ob die diese, auch dieses Risiko eingehen möchte. Jetzt haben die gegen Mannheim Probleme bekommen, wie die auf 5-1 umgestellt haben. Das hat der Trainer auch noch mal in der Handballwoche betont. Sieht man sowas doppelt intensiv an? Klar, das kann vielleicht solche Sachen kommen. Ja, das trainieren wir, gucken wir auch und dann kommen wir zu einer Entscheidung heute und morgen, was wir gegen die spielen. Ja. Heimspiel, Heimstärke kann auch wieder kommen, muss auch wieder kommen, hoffen wir alle. Jetzt hat Katze ja ein gutes Spiel gemacht in Hannover. Wird er da vor heimischem Publikum noch einen drauflegen können? Ich hoffe das. Katze oder Mario, das ist mir egal. Hauptsache, die halten Bälle für uns, weil das wird auch am Freitag sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Kampf gewinnen. Abwehr, Torwart, das ist immer das Wichtige für einen Sieg. Und ich hoffe, dass die da mal weitermachen. Beide sind, haben eine Kurve, die nach oben gehen. Und das freut uns natürlich. Philipp Rosa. Die eine Frage ist nach Jonas Link. In dem Fall, wie sieht es bei dem aus in Hannover? Habt ihr ihn ja noch geschont? Und die zweite Frage, sowohl bei Isa Guardiola als auch bei Martin Stranowski sah es ja in Hannover so aus, dass es wieder aufwärts geht. Jonas ist auch wieder voll im Training seit ein paar Tagen, auch von den Ärzten seit 2 Tagen richtig voll, kann alles mitmachen, so der kommt bestimmt zum Einsatz jetzt wieder und du hast genau das Richtige gesagt mit Isa und Martin. Die sind auch wieder beide auf einem besseren Weg. Die waren nicht schlecht und haben nicht schlecht gespielt, aber letzte Zeit geht das auch Trend nach oben. Ja. Und das ist auch wichtig für uns. Nico Gehlef, Bild Nürnberg. Anderson, wie wichtig ist denn auch die richtige Balance? Sie haben es angesprochen, es geht auch, glaube ich, denke ich, ein bisschen um Cleverness gegen eine Mannschaft, die das seit Jahren weiß, wie sie eigentlich in solchen Spielen spielen muss, dass man da vielleicht nicht vor lauter Heimstärke zu ungestüm, vielleicht auch zu ungeduldig in seinem Spiel ist. Das ist immer wichtig. Man hat zum Beispiel ein paar Spiele gesehen, haben Mannschaften gut angefangen gegen BHC und dann ein bisschen aufgehört und dann sind die sofort da. Also die kennen das, die spielen ihr Spiel 60 Minuten und du musst voll fokussiert, konzentriert sein in jedes Spiel. Und das ist noch 1-2% wichtiger, dass man physisch dabei ist mit Körper, aber auch sehr viel im Kopf auch dabei ist. Das stimmt. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann danke ich fürs Kommen und wir sehen uns dann alle am Freitag um 19:45 Uhr hier in der Arena Wiener. Vielen Dank.